Herzlich willkommen zu Alpha und Omega Kirche im Gespräch. In den letzten Monaten war die katholische Kirche vor allem im Gespräch wegen einer Studie, die sie selbst in Auftrag gegeben hatte. Die sogenannte MHG-Studie, ein Forschungsprojekt über sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. Die Zahlen darin sind schockierend. 1670 beschuldigte Kleriker in den letzten Jahrzehnten und mindestens 3670 Betroffene, Opfer von sexuellem Missbrauch oder, wie sie sich zum Beispiel in Australien nennen, Survivors, Überlebende. Es gab im letzten Jahr nicht nur diese Zahlen für Deutschland. In Australien stand ein Kardinal vor Gericht. In den USA gab es eine ebenso erschütternde Untersuchung in der katholischen Kirche, sodass Papst Franziskus für Ende Februar zu einem Kirchengipfel in Rom eingeladen hat zum Thema Missbrauch. Mein Studiogast zu diesem Thema ist Bischof Gebhard Fürst. Seit dem Jahr 2000 Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Was aus der Missbrauchsstudie der Bischofskonferenz folgt, wie die Konsequenzen aussehen, darüber möchte ich mit ihm sprechen. Herr Bischof, Sie haben in einem KNA-Interview gesagt, die Phase rund um diese Veröffentlichung der Missbrauchsstudie, der MHG-Studie, die gehöre zu den dunkelsten Stunden Ihres Lebens. Warum? Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es bei uns in der katholischen Kirche solche bösen Taten gibt, dass Priester, die beauftragt sind und geweiht worden sind, den Menschen das Heil zu verkünden, das Evangelium ihnen nahezubringen, dass sie ihr Amt missbrauchen, indem sie sich an Kindern und Jugendlichen im sexuellen Bereich vergehen. Das war für mich unvorstellbar und das hat mich zutiefst erschüttert und verstört. Und es ist ja auch zum zweiten Mal jetzt noch einmal so deutlich geworden, nach dem sogenannten Missbrauchsskandal 2010. Aber dann diese große Zahl zu hören, die Untersuchung geht ja auf 75 Jahre zurück, diese große Zahl zu hören von Tätern, aber auch von Betroffenen, von Opfern, das ist erschütternd. Ich habe mich damals geschämt, dass das bei uns in der Kirche vorkommt. Und will alles tun, dass das nicht wieder passiert. Und es ist ja auch in Ihrer Diözese geschehen. Es ist auch bei uns in der Diözese geschehen, richtig. Mhm. Da gibt es auch Zahlen, die nicht so hoch sind wie natürlich in ganz Deutschland. Ja, aber ja, wir hatten ungefähr zwischen 70 und 80 Missbrauchsfälle. Mhm. Als diese Missbrauchsstudie dann vorgestellt wurde im September 2018, da sprach der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Kardinal Marx, von einem Wendepunkt nach dieser Studie. Es sei zu lange bei diesem Thema nicht wahrgenommen worden, es sei geleugnet worden, vertuscht worden. Was haben Sie für einen Eindruck? Ist diese Wende, dieser Wendepunkt tatsächlich eingetreten? Hat sich was geändert? Also die Vorstellung der Studie in Fulda bei der Bischofskonferenz im Herbst letzten Jahres, die hat bei uns allen noch einmal tiefe Erschütterung erzeugt. Und ich gehe mal davon aus, dass wir alle bemerkt haben, dass es da sehr ernst ist und dass wir alle miteinander hier, wie gesagt, das sehr ernst nehmen müssen und entsprechende Maßnahmen miteinander ergreifen müssen, um auch auf die Empfehlungen, die da ausgesprochen wurden, zu reagieren. Wir haben jetzt zweimal schon zunächst gleich in der Fuldaer Herbstkonferenz darüber gesprochen, was wir tun wollen. Und wir haben dann nochmal im Ständigen Rat Beschlüsse gefasst, was wir tun wollen. Und ich gehe davon aus, dass wir diese Beschlüsse jetzt auch dann umsetzen und dass dann alle auch mitziehen, indem sie diese Beschlüsse auch ernst nehmen und das Notwendige tun. Die Forscher haben ja auch ein wenig beklagt, dass es einzelne Bistümer gibt, die nicht so gut zusammengearbeitet haben mit den Forschern, dass es da nicht immer die Einsicht gab in die Akten, die notwendig gewesen wäre. Wie erklären Sie sich das? Haben die Bischöfe, da ihre Amtskollegen, das immer noch nicht begriffen, worum es da geht? Ich kann mir das schwer erklären. Mhm. Und ich bin darüber auch zornig, mhm, dass das nicht ernst genommen wurde von vielen meinen Mitbrüdern. Ich kenne jetzt Details nicht, welches Bistum so oder so gehandelt hat. Aber ich bin davon ausgegangen, dass wir nach 2010, wo wir erneut Regularien im Umgang mit sexuellem Missbrauch und mit den Opfern und den Tätern beschlossen haben, auch Prozedere und so weiter, da bin ich davon ausgegangen, dass das alle machen. Das war offensichtlich nicht so. Und das ist in dieser Studie auch deutlich geworden.
Und das hat natürlich auch in Diözesen, in Ortskirchen, wo das nicht so missachtet wurde, dieser Beschluss, hat es auch dazu geführt, dass Menschen aus der Kirche austreten. Mhm. Also bei uns in Rottenburg-Stuttgart, wir haben seit 2002 eine Kommission, eine eigenständige Kommission, die jedem Fall nachgeht. Das ist eine Kommission, die zusammengesetzt ist aus jetzt nicht direkt mir zugeordneten, sondern auch unabhängigen Personen. Und das haben wir seit 16 Jahren, führen wir das durch. Und da wird jedes Opfer, jeder Täter, das wird alles sehr ernst genommen. Das in anderen Diözesen offensichtlich nicht in gleicher Weise geschehen. Trotzdem, obwohl wir das so machen seit 16 Jahren, sind natürlich bei mir auch Menschen aus der Kirche ausgetreten, weil sie oft nicht unterscheiden zwischen dieser oder jener Diözese und der ganzen katholischen Kirche und so weiter. Mhm. Das ist für mich selber misslich. Kardinal Marx hat damals auch gesagt, wir haben den Opfern zu wenig zugehört. Ist das ein Vorwurf, der Sie auch persönlich trifft? Ja, das ist immer gefragt, wer ist hier wir? Mhm. Nicht? Also ich könnte mich mit dieser Aussage so nicht identifizieren. Mhm. Ich habe und die Kommission und meine Mitverantwortlichen in diesem Bereich haben versucht, nach bestem Wissen und Gewissen die Opfer ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören, nicht nur als Verhöre, sondern empathisch, aktiv zuzuhören. Sie haben auch persönlich mit denen gesprochen. Ich habe alle Opfer, die das wollten, die da bereit dazu waren, zu mir eingeladen. Manchmal unter vier Augen, manchmal war noch jemand anders dabei, vom Opfer her oder von meiner Seite her, so wie die Opfer das auch wollten. Und ich habe mit denen wirklich versucht, so empathisch wie möglich zu sprechen. Und ich habe auch die Rückmeldung bekommen, dass sie sich dafür sehr bedanken und dass ich ihnen zugehört habe und dass ihnen das schon hilft und gut tut. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die Opfer da einfach nur abgespeist werden möchten durch irgendwelche eine finanzielle Abfindung oder abgespeist werden möchten durch ein ergangenes Gerichtsurteil und so, sondern sie möchten bei denen, die verantwortlich sind, dass solches geschehen hat können, ihre Not sagen können, mitteilen können und möchten da empathisches Zuhören erfahren. Das ist schon ein Stück weit etwas Heilendes, Heilsames. Mhm. Das haben wir versucht, so gut es geht, zu tun. Deshalb könnte ich also diesen Vorwurf jetzt nicht so übernehmen. Man kann immer wieder natürlich sagen, ja, es hätte vielleicht da und dort noch besser laufen können. Aber generell und auch im Detail möchte ich sagen, wir haben uns da wirklich sehr bemüht. Stichwort Verantwortung haben Sie gerade angesprochen. Gibt es denn irgendwo, das war ja auch eine Frage im Zuge nach der Studie, Menschen oder auch Bischöfe, die zum Beispiel für Taten, die einer ihrer Vorgänger gemacht hat, wo irgendwie Pfarrer versetzt wurden, die Missbrauch gemacht haben, wo geleugnet wurde, wo vertuscht wurde, dass da Bischöfe bisher, und da hat keiner von denen persönliche Verantwortung übernommen, für einen seiner Vorgänger zum Beispiel. Könnten Sie sich vorstellen, dass sowas anstehen müsste, nicht, dass da auch mal jemand sagt, ich habe da Fehler gemacht oder mein Vorgänger hat Fehler gemacht, da muss mal mehr passieren? Also ein Bischof ist immer für das verantwortlich in seiner Diözese, was geschieht. Und er steht auch in einer Nachfolge, einer Sukzession sozusagen, von Vorgängern. Und da kann er sich von der Verantwortung gegenüber dem, was vorher war, nicht einfach absentieren. Mhm. Und wenn da Dinge falsch gelaufen sind, muss man verantwortungsvoll damit umgehen und schauen, dass das geheilt wird, das, was da falsch gemacht wurde. Wie das im Detail aussieht, da ist sicher jeweils unterschiedliche Vorgänge unterschiedlich, muss man anders darauf reagieren. Aber zu sagen, das ist unter meinem Vorgänger passiert, das interessiert mich heute nicht, das geht nicht. Das geht nicht. In der Studie gab es auch Zahlen zu den Tätern, die Fragen aufwerfen. Da heißt es zum Beispiel, dass etwa 5% der zölibatär, also ehelos lebenden Priester, zu Tätern wurden, aber nur etwas über 1% der verheirateten Diakone. Ist der Zölibat ein Risikofaktor bei diesem Thema, wie es in der Studie heißt? Also es gibt zwischen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen, sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen und zölibatärem Leben keine Kausalität. Also keinen direkten Zusammenhang, meinen Sie? Oder ja, keine Ursache?
keine direkte Ursache. Mhm. Es gibt möglicherweise Situationen, in denen ein Priester, der alleine ist, vielleicht in eine Gefährdung hineinkommt, in den andere vielleicht in dieser Weise nicht so kommen. Und da müssen wir schauen, dass wir unsere Priester, die wir ja in der Ausbildung sehr intensiv vorbereiten auf ein enthaltsames Leben und auch in der Ausbildung schon schauen, dass jemand, der auffällig sein könnte, schon gar nicht in den Beruf kommt, dass wir diese Begleitung und das Mitgehen und auch das Bilden sensibilisieren in dieser Weise, dass wir das nach der Priesterweihe weiterführen, in einer möglicherweise anderen Weise. Da haben wir auch schon Modelle und da gibt es auch schon Begleitung. Wir unterstützen zum Beispiel, dass Priester auch miteinander Gemeinschaft leben können. Wir unterstützen auch Priesterseelsorger, die ihnen beistehen, begleiten und so weiter. Aber da müssen wir noch schauen, dass das vielleicht noch besser geht. Zu den Zahlen 5:1, da bin ich etwas behutsam umgehen. Unsere verheirateten Diakone sind zu einem großen Teil auch im Zivilberuf tätig und kommen jetzt im engeren Sinn mit Kindern und Jugendlichen sehr viel weniger in Kontakt, als das die Priester tun in der unmittelbaren Pastoral in der Gemeinde. Und Diakone, die jetzt hauptamtlich tätig sind, die haben eben einen sozialdiakonischen Auftrag und sind auch nicht so stark in der Jugendarbeit eingesetzt wie Priester. Von daher ist das Potenzial einer Gefährdungssituation auch teilweise etwas anders. Aber ich möchte da also nicht mit diesen Zahlen so zuweisend arbeiten. Ja, bei denen ist es schlimmer und bei denen weniger schlimm und dann auch werten. Wobei die australische Bischofskonferenz hat zum Beispiel empfohlen, den Pflichtzölibat abzuschaffen. Wäre das auch für Sie vorstellbar? Das kann ich mir nicht zu eigen machen. Ich möchte festhalten am zölibatären Leben der Priester. Die Ehelosigkeit der Priester ist mir wichtig. Es gibt ja da auch keinen Zwang, sondern jeder, der sich auf diesen Beruf vorbereitet, weiß, dass er ein zölibatäres Leben führen wird. Wir wollen ihn unterstützen, dass das gelingt und wollen das auch institutionell etwas abstützen durch die Verpflichtung. Denn wenn man ein freiwilliges zölibatäres Leben führt, dann ist doch in unserer Zeit eigentlich die Frage von Menschen groß, ja, warum lebst du denn alleine und so weiter und so fort. Und da wollen wir auch eine gewisse institutionelle Garantie geben, dass uns die Ehelosigkeit der Priester nicht verloren geht. Es wird ja auch diskutiert, was Männer mitbringen müssen, um Priester werden zu können. Und hat Papst Franziskus neulich gesagt, ein homosexueller Mann kann nicht Priester werden. Sehen Sie das auch so? Also wenn ein homosexueller Mann Priester werden wollte, dann muss er wissen, dass seine Verpflichtung zum Zölibat genauso aussieht wie bei einem heterosexuellen Mann. Und da darf man auch keine Abstriche machen, das ist ganz klar. Muss wie jeder andere auch eine Begleitung haben und eine Vorbereitung auf seine enthaltsame Lebensform. Und das wäre mir dann schon sehr wichtig. Sind denn in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, also bei Ihnen in der Diözese, inzwischen alle Kleriker, hauptamtlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei einer Fortbildung gewesen in Sachen Prävention, also Vorbeugung, Missbrauchsprävention? Weil das ist ja jetzt eine der Sachen, die ansteht oder schon angestanden ist. Ja, also wir haben seit 2014 bis 2016 im Rahmen von 40 dezentralen Veranstaltungen in allen 25 Dekanaten, insgesamt ca. 1.600 pastorale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fortgebildet, darunter auch alle Priester, einschließlich der noch in der Pastoral auch ab und an tätigen Pensionäre. Also von daher kann ich Ihre Frage mit eindeutigem Ja beantworten. Ist das eine einmalige Geschichte oder muss man da so alle 2 Jahre wieder zum TÜV in Anführungszeichen?
Das ist keine einmalige Sache, sondern wir müssen schauen, dass das immer wieder geschieht. Wir haben jetzt auch ein neues bischöfliches Gesetz in der Beratung gehabt. Das ist auch schon jetzt beschlossen. Das wird jetzt im Amtsblatt bald eröffnet, veröffentlicht und dann in Kraft gesetzt. Das wird heißen, dass wir in den nächsten 5 Jahren ungefähr 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Diözese, auch viele Ehrenamtliche noch mit dazu. Und da, also zu den Hauptamtlichen würden da auch noch mal die Priester und die anderen pastoralen Mitarbeiter gehören, dass wir die noch einmal intensiv schulen, sensibilisieren und zwar auch ein bisschen in einer abgestuften Weise. Diejenigen, die jetzt näher dran sind an Kinder- und Jugendarbeit, die müssen intensiver geschult werden. Und Ehrenamtliche, die zum Beispiel sich bereit erklären, Fahrdienste zu machen, Kinder, Jugendliche nach der Gruppenstunde abzuholen und so weiter, die müssten jetzt nicht so sehr sensibilisiert werden, aber wir erwarten auch von denen eine Ehrenerklärung. Also ein Führungszeugnis, polizeiliches Führungszeugnis? Ein Führungszeugnis, das erwarten wir ja von allen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das muss man auch nach 5 Jahren noch einmal neu erfragen. Mhm. Wie soll diese Präventionsarbeit kontrolliert werden? Also wer sagt Ihnen, dass Sie damit richtig liegen? Weil das könnte ja auch nicht die richtige Vorgehensweise sein. Oder? Ja, nun, wir haben ja seit 2012 schon Präventionsarbeit und wir haben seit 2015 eine Stabsstelle. Beim Generalvikar ist die Stabsstelle angesiedelt. Das ist eine Frau, die Beauftragte ist für Prävention, Kinder- und Jugendschutz, die natürlich professionell arbeiten muss, die sich fortgebildet hat, die auch immer wieder auf Fortbildungen, auf Kongresse geht, zur Weiterbildung. Und die auch in ihrer Arbeit jetzt bei der Fortbildung, die es bisher gegeben hat, immer auch mit externen Fachberatungsstellen zusammenarbeitet. Also nicht-kirchliche. Nicht-kirchliche Fachberatungsstellen, die Kinder- und Jugendschutz beraten und so weiter. Und da wird natürlich auch von denen dann hingeguckt, wie wir das machen und ob wir das richtig machen. Aber es ist natürlich richtig, es wäre gut, wenn es eine Stelle gäbe, die von außerhalb der Kirche uns mal anschauen kann, ob wir das nach bestimmten Standards, die notwendig sind in diesem Bereich, ob wir das auch in diesem Bereich tun, die Standards erfüllen. Deshalb habe ich auch angeregt schon in der Öffentlichkeit, dass es eine Zertifizierungsstelle geben sollte. So eine Art Siegel oder sowas? Ich vergleiche das mit dem Audit Beruf und Familie der Hertie-Stiftung, wo man ein familienfreundlichen Arbeitsplatz zertifiziert bekommt. Und das könnte ich mir vorstellen. Da wird also kommt die entsprechende auditierende Stelle, kommt ins Haus sozusagen und überlegt und schaut genau nach, ob die Kriterien, die sie für wichtig hält, ob die auch erfüllt werden. Dann kann man sich darum bewerben, dann bekommt man das Zertifikat oder nicht. Und so könnte ich mir das auch vorstellen, dass das mit der Prävention ist, dass man zertifiziert wird, wenn man das richtig macht, als ein Betrieb oder ein Bereich oder als ganze Ortskirche, die sich gemäß von Standards der Prävention entsprechend richtig verhält. Sexueller Missbrauch an Minderjährigen hat ja auch immer zu tun mit Macht, Missbrauch von Macht einfach. Und ein Priester, der ist halt ja qua Amt sozusagen etwas Höheres oder kann sich so verstehen, etwas Höheres. Und einer ihrer Amtsbrüder, der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer, hat vor kurzem gesagt, der Missbrauch von Macht stecke quasi in der DNA der Kirche, also gehört quasi zur Kirche dazu, dass Macht immer auch missbraucht wird. Wie sehen Sie das? Sehen Sie das auch so kritisch? Also ich könnte diese Formulierung nicht übernehmen, dass das sozusagen in der DNA unseres Kircheseins steckt. Also wenn man das richtig versteht, was DNA heißt, ist eine Programmierung, die unausweichlich ist. Und das kann ich nicht so formulieren. Ich denke, dass es in unserer Kirche Strukturen gibt, die möglicherweise Missbrauch begünstigen, die möglicherweise auch Vertuschung begünstigen. Und da müssen wir sehr intensiv hinschauen, dass wir solche Strukturen erkennen
und dann entsprechend diese Strukturen auch modifizieren. Also es gibt aber nicht nur die heilige Kirche, sondern auch die sündige Kirche. Es gibt nicht nur die heilige Kirche, sondern es gibt auch die sündige Kirche, das ist richtig. Und das sagt ja der Bischof auch, dass wir uns da theologisch und spirituell auch nochmal neu damit auseinandersetzen müssen. Ich möchte nur eines dazu sagen, dass die Kirche heilig ist, heißt nicht, dass sie moralisch perfekt ist. Mhm. Heilig heißt nicht moralisch. Okay, das ist kein moralischer Begriff, schon auch, aber heilig ist etwas, was eine andere Dimension als diese Welt repräsentiert. Mhm. Und als nicht nur eine moralische Kategorie. Das darf man dabei nicht verwechseln. Aber es macht natürlich die Fallhöhe auch größer. Wenn jemand von heiliger Kirche spricht oder wenn im Glaubensbekenntnis die heilige katholische Kirche, ja, von der gesprochen wird, dann ist natürlich auch die Glaubwürdigkeitsfalle, sage ich mal so, aufgetan. Weil jemand, der sich so nennt und nicht immer gleich die Erläuterung bekommt, wie Sie es eben gesagt haben, erwartet natürlich von der heiligen Kirche, dass solche Verbrechen nicht geschehen können. Ja, das ist eine... diese Erwartung ist nicht nur okay, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und deshalb habe ich auch am Anfang auf Ihre Frage hin gesagt, dass das passieren konnte bei uns, gehört zu dem Dunkelsten, was ich in meinem Leben erlebt habe. Weil wir hier also in unseren Amtsträgern verstößt Kirche hier gegen ihren eigenen Anspruch. Und zwar nicht nur jetzt im moralischen Sinne, das natürlich auch, mhm, und in ganz intensiver Weise, sondern auch in dem Anspruch, dass ein geweihter Priester besonders beauftragt ist, den Menschen Heil zu bringen und nicht Unheil zu stiften, mhm, und sie nicht zu zerstören in ihrem Leben, sondern ihnen aufbauend zu begegnen. Und das als Gottesmann, sage ich mal. Mhm. Und wenn das anders passiert, dann wird auch der Glaube bei dem Opfer zerstört. Und dann wird auch unsere Kirche sein damit zerstört. Und deshalb ist das so ungeheuerlich, was da passiert ist. Der Jesuitenpater Klaus Mertes, der hat ja auch Erfahrungen, der hat in Berlin am Canisius-Kolleg auch Fälle von Missbrauch aufgedeckt oder mitbekommen da. Der hat sich jetzt auch für eine strengere Gewaltenteilung ausgesprochen in der katholischen Kirche. Also zwischen denen, die Gesetze erlassen, zwischen denen, die Gesetze ausführen und die dann auch kontrollieren. Also was müsste man da tun, auch aus Ihrer Sicht da, um mehr Kontrolle zu bekommen und da ja was zu verbessern? Also wir haben ja nicht die Gewaltenteilung, wie das im staatlichen Bereich da ist. Mhm. Aber unsere Gerichtsbarkeit hat eine große Art von, eine große Unabhängigkeit. Natürlich ernennt der Bischof den Richter einer Diözese, den Offizial, aber dann hat er überhaupt keine Möglichkeit mehr, auf die Gerichtsurteile, die gefällt werden, Einfluss zu nehmen. Und er kann auch den Offizial eigentlich nur wieder abberufen, wenn er selber der Offizial Amtsmissbrauch begeht. Also von daher ist im Bereich der Judikativen schon eine große Unabhängigkeit da. Und der Umgang mit den Gesetzen, die dann beurteilt werden, das ist ja auch kein rechtsfreier Raum. Der Bischof ist ja selber und die Menschen sind ja selber an Kirchenrecht und so weiter schon gebunden. Also kein Absolutismus, sondern eine in diesem Bereich auch schon klar unter der Perspektive der Unabhängigkeit vorgesehenes Amt des Offizials. Aber vielleicht gibt es auch immer ein Misstrauen, weil man sagt, ja, die Kirche hat ja eine eigene Gerichtsbarkeit und hat darum viele Priester, die halt Missbrauch begangen haben, dann auch nicht der weltlichen Gerichtsbarkeit ausgeliefert sozusagen. Dann sind ja halt die Priester versetzt worden und man hat halt doch vertuscht. Man hat der Gemeinde nicht gesagt, was da vorgefallen ist. Und man wirft sozusagen der Kirche vor, dass sie da auch eine eigene Gerichtsbarkeit hat und nicht einfach bei jedem Fall sofort sagt, das ist eine Sache für den Staatsanwalt. Ja, ich möchte nur also für unsere Diözese sagen, dass wir eben seit 2002 eine Kommission haben, eine eigenständige Kommission, die von einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens geführt wird, die von unabhängigen Personen auch mitbesetzt ist. Da ist ein Psychiater drin, da ist ein Staatsanwalt drin,
Da ist eine Frau drin, die also nicht jetzt im kirchlichen Dienst steht. Und da gibt es ein klares Prozedere, das festgelegt ist. Und bei der Präventionsarbeit ist auch jeder verpflichtet, der Mitarbeiter, wenn es einen Fall gibt, diesen Fall unverzüglich, also verpflichtet dazu, von Amts wegen, dass er diesen Fall an diese Kommission meldet. Und die Kommission meldet diesen Fall sofort an mich. Und die Kommission arbeitet dann ganz eigenständig diesen Fall auf, wenn man das so mal so formalistisch sagen kann. Und entscheiden Sie dann, ob der Fall an den Staatsanwalt geht? Die Kommission gibt an mich Empfehlungen, wie ich handeln soll. Ich bin an die Empfehlungen nicht gebunden, aber ich muss sagen, ich habe alle Empfehlungen, die Kommission an mich gerichtet hat, nach intensiven Überlegungen, habe ich alle so ausgeführt. Wir haben zum größeren Teil mit der Staatsanwaltschaft kooperiert. Dort, wo ein Opfer sagt, ich möchte aber nicht, dass das in eine öffentliche Verhandlung kommt, sind wir auch nicht verpflichtet und gegenüber dem Opfer auch nicht berechtigt, da die Staatsanwaltschaft einzusetzen. Ja. Vielen Dank, Herr Bischof, dass Sie sich zu diesem Thema geäußert haben. Gottlose Taten, Bischof Fürst zum Thema sexueller Missbrauch, das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.